Das ist also das ganz neue Zenneck und es macht schon mal einen sehr guten Eindruck von der ganzen Berührungsempfindlichkeit. Der neue Tuner, das ist ja ein DAB Plus Tuner, ja. Und es lässt sich also schon mal ganz wesentlich leichter bedienen. Hier ist ein Zenneck-Mitarbeiter, der gerne dazu sich äußern möchte. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Also hier ist der Herr Bertelle. Genau. Ja, und Hallo. Er beantwortet uns zu dem neuen Zenneck ein paar Fragen. Das ist das neue für Fiat Ducato. Das ist korrekt, 3756, ja. Was sind die wesentlichen Vorteile außer dem neuen Touch-Display, was ganz ideal funktioniert, habe ich schon gesehen. Was sind die weiteren Vorteile von diesem Display oder von diesem Gerät überhaupt? Das Gerät schaut zwar gleich aus wie das vergangene 3726, dahinter ist aber komplett eine neue Generation. Sichtbar durch das andere Display, was ein bisschen größer geworden ist, aber es ist nicht mehr ein resistives, sondern ein kapazitives Display. Richtig. Dieses wurde eingesetzt, weil auch im Hintergrund jetzt nicht mehr Windows, sondern ein Android-Betriebssystem läuft. Hat damit zu tun, dass man beispielsweise, was viele Kunden hätten machen wollen, auch diese Zoom-Funktionen auf mehreren Fingern oder auch die Zoom-Funktion per Drehrad, ja, das können wir natürlich erst jetzt seit der Freigabe von Android. Weil bei Android etwas andere Restriktionen angelegt sind als bei Windows. Windows ist halt einfach noch ein wenig beschränkt bei diesen Plattformen. Dann hat es ja auch einen DAB Plus Tuner, das heißt die einzelnen DAB Sendemasten werden automatisch umgeschaltet. Ist das richtig? Das ist korrekt. Das Gerät hat nicht ein neuer DAB Tuner, sondern das Gerät hat zwei neue DAB Tuner. Der eine spielt und der andere, wie Sie gesagt haben, verfolgt dann den Sendemast und fungiert so eigentlich als eine Alternativfrequenzsuche im Hintergrund. Ja. Das sieht man ja auch hier. Nehmen Sie mal schnell. Genau. Gehen wir in die DAB-Menü. Voilà. Wir haben hier die Möglichkeit, DAB zu verfolgen, sprich also wenn ich SWR3 höre aus dem süddeutschen Raum und ich bewege mich hier nach Düsseldorf, dann fahre ich ja eigentlich auf dieser Strecke durch drei verschiedene Sendegebiete. Ja. Das heißt, dass SWR3 beispielsweise vom Paket Baden-Württemberg aus dem Süden in die Deutsche Republik Mitte dann hier zum Nordpaket wechselt. Mhm. Bisher war das mit Singletunern so nicht lösbar, weil ich musste dann immer wieder einen neuen Frequenzsuchlauf machen. Heißt das macht das im Hintergrund. Entschuldigung, heißt das im Prinzip im Klartext, dass SWR3 jetzt auch hier in Düsseldorf sendet? Das ist definitiv so. Ich habe mich in der Vorphase zu Düsseldorf mit einem alten Fahrzeug, einem alten Hümmer-Fahrzeug ausgestattet. Ich habe das gemietet, habe da eine anständige Antenne aufs Dach geklebt, kurzfristig, habe mir das 3756 da reingedübelt und bin dann mal vom Bodensee über Leipzig nach Usedom die ganze Ostküste abgefahren, bis rüber nach Kiel, St. Peter-Ording und dann wieder runter die ganze Nordküste runter bis nach Amsterdam und ich stand in Amsterdam am Meer und habe da deutsches Radiopaket auf DAB gehört. Oh, das ist aber mit drei kurzen Unterbrüchen, eines in Mecklenburg-Vorpommern und eines oben bei Kiel, wo ich mich dann etwas in die Pampa rausbegeben habe. Ansonsten ein durchgehenden Sender über die ganze deutsche Republik. SWR, ja? Nee, nicht SWR, sondern das ist ja das deutsche Radiopaket. Ich habe da. Okay, das ist der DAB-Sender oder einer der DAB-Sender, die deutschlandweit empfangbar sind. Das ist genau richtig. Ja, ja. Okay. Da haben wir dann Schlagerparade oder was auch immer komplett einmal rumgehört. Aber SWR selber ist nur regional empfangbar? In den regionalen Paketen, ja. Ja, ja, okay. Da habe ich mich jetzt nicht so drauf gefestigt, weil ich wollte eigentlich mal gucken, wie weit man überhaupt gehen kann. Aha. Weil halt einfach die Abdeckung so in den letzten zwei, drei Jahren war noch nicht so wirklich gut. Und ich habe jetzt gelesen, dass das Bundesamt für Kommunikation da natürlich deutlich nachgelegt hat und wollte das einfach mal überprüfen in der Vorbereitungsphase zu Düsseldorf. Dass ich auch was sagen kann. Verbesserung, ja. Definitiv, genau. Ja. Definitiv. So, jetzt hätte ich aber noch zwei Fragen an Sie. Ja. Womit oder wie unterscheidet sich die Navigation vom neuen
Zenec vom alten Zenec. Denn die Beanstandungen, die wir persönlich hatten am Zenec, war in erster Linie die Art und Weise, wie wir navigiert wurden. Hat sich da was geändert? Oder ist die Software gleich geblieben? Wir verwenden seit 37/26, was ihr gefahren habt, TomTom Professional Package. Grundlegend hat sich daran eigentlich nichts verändert. Außer, dass das Paket natürlich vielleicht noch etwas umfangreicher oder etwas noch stabiler gemacht wurde. Ich muss auch dazu sagen, dass ich euch natürlich kenne aus dem Internet. Ich habe ja den Kanal auch verfolgt und ich gucke ja auch. Und was ihr da am Anfang erlebt habt, das sind Sachen, die leider viele andere auch erleben. Hat aber vielfach mit der Grundtechnik und mit der korrekten Installation des Produktes, was sie ja auch im zweiten Video und im dritten Video jeweils wieder korrigiert haben, weil ihr gemerkt habt, dass das wirklich irgendwo fehlerhaft war. Ja. Also es steht und fällt schlussendlich mit der Integration und mit der korrekten Ablieferung des Produktes an den Kunden statt. Ob der Kunde das dann versteht und auch bedienen kann, steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn die Technik nicht korrekt eingebaut ist, dann haben wir genau diese gleichen Spiele, die ihr da so wunderbar erlebt habt. Ja, ja. Man muss dazu sagen, dass bei uns zwei Fehler vorgelegen haben, nämlich einmal wurde die Antenne abgebrochen von Hümer, ja, und das Gerät uns trotzdem eingebaut. Und was war der zweite Fehler? Irgendein Kabelanschluss war nicht richtig. Ja, obwohl wir also vom Fahrzeug her mit einer sehr guten Antenne ausgestattet sind. Laut Zenec haben wir keinen Empfang gehabt. Ja, und das hat uns damals die Firma Zenec eingestellt. Und nachdem haben wir auch ein Video eingestellt. Das können wir oben mal einblenden. Und da haben wir dann auch unsere Kritik an Zenec etwas relativiert. Da bin ich ja mit im Kanal gewesen. Ja, genau. Ja. Sie waren ja da mit dem Herrn Joost in Kontakt. Ja, genau. Der hat das einmal frei erledigen können. Ja. Ja. Genau. So, jetzt haben wir aber ein aktuelles Problem gehabt und wir konfrontieren den Herrn Bertele jetzt da ganz spontan damit. Ja, wir wollen ihn da natürlich nicht reinreiten, mal schauen, wie er uns die Antwort geben kann. Wir haben ein zweites Gerät zugelegt, nämlich ein TomTom. TomTom Go Camper, haben das separat zum Zenec installiert, haben eingegeben die gleiche Adresse, nämlich hier in Düsseldorf. Und beide Geräte haben festgestellt, dass es Stau um Stuttgart gibt, worauf uns dann TomTom empfohlen hat, Fahrdach darunter. Und Zenec hat uns dann ständig weiterleiten wollen, also wieder zurückleiten wollen. Wir sind teilweise, und das haben wir jetzt schon mehrmals bei Zenec festgestellt, dass die uns von einem Punkt runterleiten. Und wenn wir uns dann verfahren, dann zeigt er uns den Weg weiter, bis zu 20 Kilometer in die falsche Richtung. Und dann kommt ein Kreisverkehr und da führt uns zurück. Das hat TomTom hat er jetzt bei dem Umweg auch gemacht und er hat uns immer wieder während der Umleitung zurückleiten wollen, wenn er einen Kreisverkehr gefunden hat, während TomTom dann schlussendlich einen guten Alternativweg zwischen den Autobahnen gefunden hat. Grundlegend fahren Sie jetzt mit zweimal der genau gleichen Navigation. Sie fahren aber mit unterschiedlichen Programmen offensichtlich. Nein, die Programme sind wahrscheinlich inhaltlich sogar gleich. Die Frage ist nur, was steht den Geräten an Zusatzinformationen zur Verfügung? Jetzt Thema, Sie haben da Radioempfangsprobleme gehabt. Da muss man einfach wissen, dass die Staumeldung-Informationen natürlich aus dem FM, zukünftig aus dem DAB, aus dem TPEG raus, in diese Geräte mit implementiert werden. Also wir haben dieses TomTom Camper Pro und wir haben das Zenec. Also es ist zweimal die genau gleiche Navigation mit den genau gleichen Informationen, mit den genau gleichen Wegen. Die Frage ist jetzt nur, wie ist das Gerät eingestellt und auf was priorisiert er sich? Also, um das klar zu definieren, wir haben unsere 4,5 Tonnen bei beiden Geräten eingegeben, wir haben unsere Höchstgeschwindigkeit mit 100 Stundenkilometer eingegeben und wir haben als Ausgangsort unsere Heimatadresse eingegeben, die war schon vorgegeben und als Eingang, als Zielort haben wir den Parkplatz B1 vom Caravansalon angegeben. Jawohl. Beide Informationen absolut gleich, Streckenführung und auch Ausweich absolut unterschiedlich. Unterschiedlich, ja. Ja. Das kann passieren, ja. Weil ich habe jetzt auch, bin vor 2 Jahren hier hochgefahren mit dem 37/26 in der Testphase und habe das Gleiche festgestellt, weil unser Fahrzeug auch eine Radioempfangsschwäche aufgewiesen hat. Und deswegen hat er teilweise, wenn man ja so Richtung Köln reinfährt, ist ja die Autobahn dann immer steigend und hat wieder Vertiefungen. Und da ist es halt einfach so, dass wenn das Fahrzeug oben steht, die Empfangsmöglichkeit einer Staumeldung besteht, bevor ich dann wieder
in die nächste Vertiefung eintauche. Ja, aber wenn TomTom und Zenek genau das gleiche ist, worin ist dann das Problem? Der Unterschied ist, dass TomTom Professional bei dieser Camping-Variante über einen eigenen Server kommuniziert mit diesem Lifetime, mit dieser Lifetime-Anbindung. Und das Zenek versucht natürlich, diese gleichen Informationen zu generieren, ohne dass es einen Serverzugriff hat. Die können sich eigentlich, das Zenek stützt sich nur auf die Radiosender, auf die Radioinformationen. Also im Prinzip unterscheidet sich also dann das Zenek vom TomTom GoCamper schon? Ja, definitiv. Ja. In der Lizenz nicht, aber in der Funktionalität wahrscheinlich schon. Denn das GoCamper hat uns ja sehr gut gefallen, weil während wir einen Engpass entlang gefahren sind, hat er uns genau angezeigt, hier ist Engpass, Engpass, Engpass und hier ist er zu Ende. Das hat man dann schon 100 Meter weiter gesehen und so war es ja dann auch tatsächlich. Ja. Also dieser Vorteil ist praktisch einem, ich sage jetzt mal, einfach den GoCamper voraus. Ja, das ist richtig, weil TomTom arbeitet diese Informationen selbstständig auf und verbreitet die über ihren eigenen Server. Das wird so zu 99% auch erreicht, wenn diese Geräte oder auch der Verband der Sendeanstalten für TPEG dann die kompletten Informationen zur Verfügung stellen. Weil TPEG ist natürlich um 100-fach schneller als TMC. Da können wir natürlich dann auch Verkehrsflussinformationen mit einbinden, weil da ist einfach viel mehr Bandbreite, um Daten auszutauschen. Also das kommt dann schon auch für die ganze Breite, ohne irgendwelche Lizenzen zusätzlich zu lösen, in den Nutzen. Ja. Also im Prinzip ist da TomTom etwas besser oder aufwendiger ausgestattet. Kann man das so sagen? Es ist eine andere Geschichte. Es ist kein Radio, sondern es ist eine reine Navigation. Ja, wenn man das auch preislich vergleicht, da sind wir natürlich schon noch unterschiedlich aufgestellt. Ja, das Camper kostet also 399 Listenpreis und hier zahlen wir ja inklusive Rückfahrkamera und so weiter um die 999 Euro. Ohne Kamera um die 999 Euro. Und mit Kamera? Je nachdem, was Sie für eine Kamera dran haben. Okay. Ja. Also, aber es ist ja nicht nur ein Navi. Es ist nicht nur ein Navi, sondern es ist Radio. Ja, dann Rückfahrkameramonitor, ist Streaming-Komponent, ist Radio, Multifunktion, ist DVD. Ja. Klar, wenn man natürlich 20 einzelne Geräte aufstellt, hat man die ganze Frontscheibe voll Monitoren, da kann ein System ausfallen, alles andere funktioniert weiter. Das ist natürlich ein Problem in einem komplett integrierten Komponentensystem wie Zenek, wo halt einfach komplett alles in einem Gerät vereint. Da müssen wir schon aufpassen. Ja. Jetzt eine Frage noch zum Abschluss. Das neue Zenek, wie teuer kommt das? Unsere Produkte, wenn sie rauskommen, haben immer den gleichen Preis wie der Vorgänger. Sie können einfach technisch mehr. Wir sind immer bei 1000 Euro. Und wenn jetzt jemand, wie zum Beispiel wir, sagt, wir möchten gerne unser Altes abgeben und dafür das Neue erwerben, kriegt man dann da noch eine Gutschrift für das Alte oder dass man das gegen Aufpreis macht? Sie sind jetzt hier am Zenek-Stand. Wir sind die Entwickler und die Berater. Wir haben so mit Business nichts zu tun. Das ist aber eine Frage, die ins Business reingeht. Der Ihnen das Gerät verkauft, ist der interessiert, Ihnen das neue Gerät zu verkaufen und das Alte zurückzunehmen? Das kann ich so nicht beurteilen. Ich verstehe natürlich, warum Sie mich das fragen, aber da kann ich Ihnen definitiv im Moment nicht weiterhelfen. Ja? Okay, dann schauen wir doch mal, wer uns da weiterhelfen kann. Ja? Sehr gut. Also wir bedanken uns auf jeden Fall für das Interview. Gerne. Und wollen Sie vielleicht noch was sagen dazu zum neuen Gerät? Oder? Ich bin top zufrieden. Wenn da jetzt noch das nächste Navi-Update rauskommt, dann wird das eine Knaller. Also dann schauen wir, dass wir ein paar dazu motivieren. Und dann werden wir die Mängelliste kriegen, falls es Mängel gibt. Wir hoffen, dass natürlich gibt ja nicht. Keine Mängel. Es gibt ja nur Lösungen. Ja. Okay, also, danke. Dankeschön. Danke.